Ich habe heute zwei super leckere Sommergetränkideen für euch. Diese sind wirklich sehr schnell gemacht und zudem sind es vegane Rezepte. Und falls euch das interessiert, wünsche ich euch jetzt schon mal viel Spaß bei dem Video. Das erste Rezept ist ein Oreo-Milchshake. Der ist wirklich super lecker und schmeckt genauso wie die Oreo-Kekse. Dafür benötigt ihr zum einen eine Milch eurer Wahl. Ich habe jetzt hier die Alpro-Mandelmilch genommen mit Vanillegeschmack. Zudem benötigt ihr natürlich Oreo-Kekse, dann noch vegane Schlagsahne oder Schlagcreme und Vanilleextrakt. Zum Schluss könnt ihr auch nochmal dieselbe Schlagcreme in Sprühform dazu nehmen. Dann fülle ich erstmal die Mandelmilch in ein Glas, damit ich weiß, wie viel ich benötige. Ich fülle ungefähr ein bisschen mehr wie die Hälfte hinein und das Ganze gebe ich dann in einen Behälter. Dann benötigt ihr ungefähr 2 bis 3 Oreo-Kekse und diese brösel ich jetzt in den Behälter hinein. Und dann püriert ihr das Ganze erstmal. Wenn ihr einen Mixer habt, funktioniert das, glaube ich, auch noch besser. Aber meiner war jetzt leider kaputt. Und dann siebe ich das Ganze jetzt zurück in das Glas. Das müsst ihr nicht machen, aber ich wollte, dass gar keine Stückchen mehr in dem Getränk drin bleiben. Deswegen habe ich das Ganze jetzt gesiebt. Aber das könnt ihr einfach so machen, wie es euch besser gefällt. Jetzt gebe ich noch eine kleine Menge Vanilleextrakt dazu und rühre das Ganze um. Und den Rest fülle ich jetzt mit der veganen Schlagcreme auf. Dadurch wird das Ganze richtig schön cremig wie ein richtiger Milchshake. Und jetzt kommt auch schon die Sprühsahne dazu, damit das Ganze auch wie ein richtiger Milchshake aussieht. Dann wollte ich noch ein paar Oreo-Kekskrümel oben drüber machen, damit man auch sieht, dass es quasi ein Oreo-Milchshake ist. Und dann seid ihr damit auch schon fertig. Es ist wirklich super schnell gemacht und ich kann euch sagen, es schmeckt super lecker, genau wie ein Oreo-Keks, nur halt als Getränk. Und ich liebe dieses Getränk einfach für den Sommer. Das nächste Getränk ist ein Solero-Cocktail und das ist wirklich eins meiner Lieblingsgetränke. Es ist super erfrischend und schmeckt genauso wie das Eis. Dafür benötigt ihr zum einen Maracuja-Saft, Vanillesirup und wieder die vegane Schlagcreme. Als allererstes fülle ich den Maracuja-Saft in das Glas. Dann kommt ungefähr ein Teelöffel Vanillesirup dazu. Das Ganze rühre ich dann erstmal wieder um und den Rest fülle ich dann mit der veganen Schlagcreme auf. Und das war's auch schon. Ihr könnt einfach mal gucken, welches Verhältnis euch da am besten schmeckt, ob ihr es eher sahniger mögt oder eher fruchtiger. Aber ich mag es ganz gerne, wenn es so richtig schön cremig ist. Und dann gebe ich natürlich noch Eiswürfel mit hinein, damit das Ganze auch richtig schön kühl und erfrischend ist. Und dann seid ihr damit auch schon fertig. Das Ganze könnt ihr jetzt einfach so trinken oder ihr füllt es auch nochmal mit Sprühsahne auf, damit es wie ein richtiger Cocktail oder Milchshake aussieht. Und das waren jetzt auch schon meine 2 Rezeptideen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich kann euch diese Rezepte wirklich sehr empfehlen. Sie sind super lecker und perfekt für den Sommer.